Willkommen, liebe Outdoor-Enthusiasten. Gestern sind wir noch rund um Wattenscheid 31 Kilometer gewandert. Heute begeben wir uns mit unseren E-Bikes auf dem Weg des Schwarzen Goldes. Wir fahren quasi die Bahntrasse, die man damals benutzt hat, um die Kohle von der Zeche Zollern zur Kokerei Hansa in Dortmund zu bringen. Und dann, keine Ahnung wohin, dann auf jeden Fall kann man die Route kann man nachlesen auf der Route der Industriekultur mit dem Fahrrad. Wir sind jetzt hier auf dem Rheinischen Esel. Das ist ein sehr beliebter Radweg hier in Bochum und der führt justament nach Dortmund. Ja, die Sonne scheint, so genauso wie gestern. Es ist sehr schwül. Auf dem Fahrrad hat man ein bisschen Fahrtwind und wir hoffen mal, dass wir ein paar schöne Fotos machen können. Fotos ist gut, Videos machen können und auch Fotos für unseren Instagram-Kanal bzw. Petras. Und ja, dann begleitet uns mal auf einer hoffentlich schönen Tour auf der Route des Schwarzen Goldes. Wir sind jetzt hier an der Zeche Zollern in Dortmund-Lütgendortmund angekommen, nach circa 10 Kilometern. Die sind wir nicht auf dem Rheinischen Esel gefahren. Nach 500 Metern sind wir schon abgebogen auf andere Fahrradwege, unter anderem der Emscher Uferweg, ja, und noch andere, die wir gar nicht kannten. Also das war sehr interessant, auch für uns. Die letzten paar Kilometer kannten wir schon vom Wandern. Ja, und jetzt sind wir hier. Von hier aus wurde halt die Kohle zur Zeche, nein, zur Kokerei Hansa
über Schienen gefahren, was die alten Trassen, also die alten Erdtrassen sind jetzt die neuen Fahrradwege. Und von der Kokerei Hansa dann zu Koks verarbeitet und von da aus wurde das zum Stahlkochen benutzt. So ist die Geschichte hier im Ruhrgebiet. Ja, und wir fahren jetzt mal weiter Richtung Dortmund-Huckade, glaube ich, ist das. Und da sehen wir die Kokerei Hansa. Zwischendurch haben wir noch Haus Dellwig gesehen. Das ist ein Heimatmuseum jetzt hier in Lütgendortmund. Auf der einen Seite schon ein bisschen verfallen, auf der anderen Seite wohnen noch welche. Ja, und es ist ein sehr großes Schloss, ich glaube aus dem 13. Jahrhundert. Und wie gesagt, heute noch bewohnt und ein Teil davon ist Heimatmuseum. So, jetzt geht es dann wieder weiter zur Kokerei Hansa. Bis später. Und schwupps, nach 10 Kilometern und über wirklich tolle Radwege, gut gemachte Radwege und auch nicht so voll heute, haben wir eigentlich befürchtet, dass Sonntag, weil es Sonntag ist, aber die Leute sind wohl alle zu Hause, okay. Stehen wir jetzt an der Zeche, nein, an der Kokerei Hansa in Dortmund-Huckade. Die Kokerei Hansa wurde 1992 stillgelegt. Bis dahin hat sie fleißig Kohle verarbeitet zu Koks, welches dann ja, wie die Petra vorhin schon gesagt hat, in den Stahlwerken zum Kochen von Stahl benötigt wurde. Ja, der Besuch der Kokerei Hansa, der lohnt sich wirklich. Petra und ich waren mal vor 3-4 Jahren hier. Da waren wir ganz alleine die einzigen Besucher. Da kann man so einen Guide sich ausleihen, kriegt dann so alles erklärt. Das ist eine richtig tolle Sache. Das war jetzt gerade ein Wespenangriff. Da habe ich echt Angst vor. Okay, gehört dazu. Gut, dass die Wege toll sind, habe ich schon gesagt. Jetzt geht es weiter Richtung, keine Ahnung, Dortmund-Barob. Und dann nachher erst auf den Rheinischen Esel. Bis gleich.
Outdoor-Enthusiasten. Die Tour ist zu Ende, wir haben 65 Kilometer gebraucht. Wir sind jetzt hier auf dem Bochumer Hauptfriedhof. Wir haben noch 1-2 Kilometer bis nach Hause, aber das bräuchten wir nicht filmen. Ja, die Eindrücke waren toll, alles war gut, schön. Nur das letzte Stück über den Rheinischen Esel, den sind wir ja auch schon mal gewandert, war total langweilig. Aber es war Topf eben, es rollte sich wie von selbst und mit dem E-Bike sowieso. Wir hoffen, die Bilder machen euch Spaß, das Video gefällt euch und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Petra und Herbert wandern im Ruhrgebiet. Genau, alles wieder Radfahren im Ruhrgebiet. Ja, aber hauptsächlich natürlich wandern. Ne? Bleibt gesund, alles wird gut. Bis Ciao. Dann. Tschüss.